hier nichts blinken. Da wird schon gehen. So, ich komme gerade vom Hobelfahren nach Hause. Nur habe ich kalte Finger. Deswegen behalte ich alles erstmal an. Ja, 360 Grad Kamera. Deswegen latsche ich hier auch ziellos rundherum. Was ist die 360 Grad Kamera? Erstmal eine Kamera, wo der Akku ziemlich leer ist. Mal gucken, ob sie das hier übersteht. 360 Grad ist eigentlich ein falscher Kommentar. Diese Kamera liefert kein Kugelbild, eine Kugelsphäre, sondern es liefert eigentlich nur Windtürspion. Das ist einfach ein extremes Fischauge. Man nennt sowas normalerweise 360 mal irgendwas. Verkauft wird das von den Chinesen häufig in 360 mal 180. Damit ist gemeint 360 und dann 180 praktisch bis in die Horizontale. Der Nachteil ist, hier steht sie auf dem Tisch. Das heißt, sie würde weit und breit nur bis Tischhöhe aufnehmen. Darunter gibt es nichts. Deswegen hat diese Kamera 360 mal 220. Also sie macht ein 220 Grad Bild. Das heißt jetzt nicht gerade, dass sie also wahnsinnig tief runter geht, aber ihr müsstet da hinten irgendwo und da schon Gras sehen können, weil sie eben doch ein bisschen weiter runter geht. Würde man sie jetzt auf die Erde stellen, zum Beispiel auf einen Ziegelstein, würde man ziemlich genau alles mitkriegen, nur sehr, sehr weit. Ja, was ist jetzt bei dieser Kamera als bei der anderen? Ich hatte ja eine vorher schon, sieht man so ein, zwei Videos hier vorher, um sie zu sehen kriegen. Das Mikrofon war praktisch nicht existent. Hier scheint es sehr gut zu funktionieren. Diese Kamera hat keine Fernbedienung. Dafür gibt es für Android tatsächlich eine App, die funktioniert. Richtig, da war noch irgendwas. Die hier zeichnet echtes 4K auf, während die andere nur 2048 mal 2048 gemacht hat, obwohl 4K drauf stand. Ja, und dann ist die hier auch noch irgendwie den ganzen Zacken billiger. Die andere kostet, glaube ich, 112 Dollar, die hier kostet 70 Dollar oder 60 Dollar, um genau zu sagen. Inklusive Foto aus China. Was ist hier dabei? Nicht viel. Da ist eine Halterung dabei. Versuche mal, wie soll man das nennen? Ein Glasgehäuse für Unterwasser wahrscheinlich. Und eine Rückzugsnachkupplung, die ich im Moment hier nach vorne dran trage, mit einer üblichen GoPro-Aufnahme. Und ich glaube, dann ist da irgendwie noch ein so ein GoPro-Pinökel zum Umstellen. Das war's. Mehr ist da nicht bei. Kann aber auch sein, dass die Chinesen alles rausgenommen haben, weil ich durfte von der anderen Kamera, die ich zurückschicken musste, durfte ich den ganzen Stichschlag behalten, um das Porto billig zu halten. Das heißt, ich habe auch noch die Originalverpackung von der anderen Kamera, weil die sagten,